You're the ones who were playing games with my army. Sorry, just part of the job. That's the evil genius, Dr. Eggman. Doctor who? Yes, let me show you who I really am. I knew it was him. Don't hesitate. It's part of your job. Get it? Ich habe gerade auch keinen Untertitel gesehen, als unser Klient mit uns gesprochen hat. Oh, hey, sieh mal einer, guck. Das ist mir auch noch gar nicht aufgefallen. Oh, holla. Holla, die Waldfee. Okay. Knüppeln wir eine Runde den Boss. Und hoffen auf einen Teamblast. Wird uns nur entgegenkommen. Und wir sind ja unverwundbar, was auch wiederum gut ist. Wir jetzt nur nicht hier bleiben. Finde ich nett von dir, Dr. Eggman. Wie sollen wir denn da Rang A bekommen? Am besten gar nicht, nicht wahr, wenn es nach hier geht. Okay. Dann müssen wir eben schärfere Geschütze auffahren, Dr. Eggman. Please. Okay, jetzt müssen wir erstmal wieder einholen. Ach ja, habe ich euch eigentlich schon begrüßt? Hallo, willkommen zurück zu Sonic Heroes. Ich glaube, das habe ich vorhin klappig vergessen. Halt, stopp! Stehen bleiben! Böser Doktor! Okay, ich glaube, er landet. Vektor, mach kaputt! Ja, komm schon, mach platt! Jo! 50! Vektor könnte ein Level Up gebrauchen. Nur noch 20, 26, 20. Komm schon, stirb. Gleich kaputt. Komm schon, noch einmal. Ja. Wird trotzdem nicht Rang A sein. Nicht. Und da ist Boss Action schon wieder vorbei. Glaube ich nicht, dass wir es geschafft haben, oder? Hm. Take that, Doctor. 4 Sekunden weniger und wir hätten einen Rang A. Ja, schade. Na gut, das ist ja kein schwerer Boss. Also den auf Rang A nachzuspielen wäre jetzt das kriegste Problem. Now for the real test. All of you are about to enter Eggman's territory. Are you ready? Not too late to change your mind. Why do you think we're here? How else are we gonna make the rent? Let's go! Here's your next mission. Destroy all of Eggman's robots holding the city. Every single one of them. Ja, und da haben wir auch gleich eine etwas schwierigere Mission. Wir sollen jetzt wirklich alle, ausnahmslos alle Roboter in diesem Level kaputt hauen. Erst dann haben wir dieses Level geschafft. Und das ist beim besten Willen keine leichte Aufgabe. Und ich weiß, das ist nicht die einzige Aufgabe von diesem Kaliber. Es wird nämlich mindestens noch einmal so eine Aufgabe geben. Es wird also immer mal im Wechsel Suchaufgaben geben, wo wir irgendwelche Sachen suchen müssen, wo wir Gegner knüppeln müssen. In Casino, da geht es eigentlich nur um die Ringe, ums gute Geld, wenn man so will. Und ja, so kleiner Funfact nebenbei zu den Klienten, ne? Und weil Vektor ja so schön auf die Rente angesprochen hat. Ja, Vektor hat ja wie gesagt ein Detektivbüro mit den hier anwesenden Charakteren, die da mitarbeiten. Und ja, er ist kein schlechter Detektiv, er ist ein bisschen voreilig, aber sein wohl größtes Problem ist immer, sich etwas über Wasser zu halten. Also er ruht sich zu sehr auf seinen Lorbeeren aus, also mal läuft es gut, ist alles in Ordnung, aber richtig gute Aufträge, ja. Ja, ich will jetzt nicht sagen, dass Vektor nicht mit Geld umgehen kann, das kann er schon, nur, naja, er wirtschaftet trotzdem nicht unbedingt vorteilhaft. Gut, okay, gab es dort unten eigentlich auch Robotair? Denn wenn ja, wäre das schlecht, wenn wir die nicht mitnehmen. Ach, wir schauen einfach mal nach unten. Kann nicht schaden. Das ist zum Beispiel so eine Mission, die würde mich ankotzen, auf Rang A machen zu müssen. Da müsste ich mich genau wissen, wo die 80 Gegner ungefähr sind. Maybe best to try up there.
Ach nein, wirklich, Vector? Wie bist du darauf gekommen? Es wäre was anderes, wenn es Charmy gesagt hätte, weil kleiner Junge und so. Oh, Zamina machen. Aber lasst euch mal überraschen bei den Missionen, die wir hier durchführen müssen. So, erstmal hier auch kaputt schlagen. Ich glaube, in diesen Sky Canyons mussten wir eine bestimmte Menge an Maschinen oder so kaputt machen. Aber das werden wir alles sehen, alles zu seiner Zeit. So, erstmal hier kaputt Nick oder auch nicht. Charmy, gib's ihm. Also irgendwie muss ich hier einen Schalter geben. Schalter, Schalter, Schalter. Oder wir müssen uns einfach nur nähern. Nee. Kein Nährungssensor. Ach so, der geht hier gar nicht auf. Ich soll ja hier gleich... Ja, steht Flugtuch. Wer lesen kann ich kaum vorbei, ne? Oh, auf! Okay. Also dann, SPO. Level up! Oh, das hört sich immer an, wenn er das sagt. Freut mich! Okay. Also immer schön nach Robodon Ausschau halten, wie die sich hier so fies platziert sind. Jo, let's go. Und da lohnt sich doch der Team Blast vom Feinsten. Und das meinte ich. So kriegt man Leben. Man wird regelrecht von Leben erschlagen. Je mehr Gegner, je mehr Ringe. Und umso schneller kriegt man auch dieses T-Blast wieder voll. Vector? Ja, genau hier. Und du wendest eine Kraft aus, kann gar nicht so schwer sein. Dass die anderen auch hinbekommen. Ich dachte schon, dass wir gar nicht mehr aufgehen. Ach ja, hier, Schalter, müssen wir jetzt bedienen. Okay, level up! Espio, hinterher geworfen, das ist wunderbar. Okay, seht ihr das? Der T-Blast ist fast wieder voll aufgeladen. Ist das nicht wunderbar? Ich find's klasse. Also insofern hat Team Chaotix auch einen großen Vorteil gegenüber den anderen Teams. Also eigentlich kann man sagen, das einzige Team, was keine wirklichen Vorteile hat, das ist das Sonic Team, weil die Normalos eben. Einer der Gründe, warum ich die Normalos eigentlich nicht mag, weil die sind mir irgendwie zu normal. Ich möchte Specials haben. Wuhu! Und zack, Boing. Oh, voll die Stange in den Bauch gekriegt. Genau. Ach ja, genau. Vector hat ja schon sein höchstes Level ab. Explosive Kaugummi-Kugeln. Tolle Sache. Vor allem, wie schnell er die aufbläst. Überhaupt, wie kann ein Krokodil eigentlich Kaugummiblasen aufblasen, ohne richtige Lippen zu haben? Vector, was machst du da? Du sollst dich ziehen, du sollst... Ach, na also, geht doch. Warum denn nicht gleich so? Lass mal gucken. Gegner? Aha! Zerminner machen. Wenn wir die nächste große Gegnerwelle haben, können wir auch gleich wieder den Teamblast aktivieren. So, Vector, und diesmal ohne diesen Scheiß. Ja, dankeschön. Aber erstmal ziehen müssen, ne? Oh, hier, wie sie alle. Oh nein, oh nein, oh nein, sie haben uns entdeckt! Okay. Weiter geht's. Ich erwarte viele Gegner hier, weil es sieht irgendwie so verdächtig aus. Ja, doch, schon. Es waren jedenfalls nicht wenige. So, Team Blast! Sind zwar nicht ganz so viele Gegner, aber was soll's? Die Punkte, die Punkte. Wie scheint sind die Ringe abhängig von der Stärke der Gegner? Spirits unite. Was? Der Geist der Nacht oder was hat er jetzt gesagt? Spirit of the Night? What the hell? Halt, 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 halt! Ich wollte den Power-Typen haben. Das ist nicht so gut. Weil mit dem Power-Typen hätten wir nämlich jetzt die alle unboxen können. Der Reihe nach. Egal. Müssen wir es eben manuell machen. Espio, du erreichst sie nicht. Oh, schön. So, dann bitte einmal den Power-Typen. So, jetzt Scharfschützen. Skills. Was war denn das jetzt? Du würdest sie einzeln losschießen, ne? Nicht alle mit einmal. Vector, please. So ist das richtig. So, ungefähr so. Und. Zu nibbelig. Okay, ich bin zufrieden. So, da haben wir jetzt ungefähr die Hälfte zusammen. Ja, gut, schon über die Hälfte.
Wir wollen mal nicht zu knausrig sein mit unserem ehrenwerten Team. Aber mal ganz ehrlich, wenn dieses Team tatsächlich in den Level zu viele Ringe bekommt beim Gegner zerstören, dann sollten die eigentlich gar keine Geldsorgen mehr haben. Ach ja, was es mit den Klienten auf sich hat, werden wir natürlich auch noch herausfinden. Aber selbstverständlich erst am Ende des Spiels, weil unsere mysteriösen Klienten müssen wir ja suchen, müssen wir ja helfen. Also erstmal hübsch die Mission alle absolvieren. Wofür wir diese Mission allerdings brauchen, ist nicht ganz klar. Egal, die wollen uns ja schließlich alle nur auf Trab halten, wie es immer so ist. Na, nicht schießen. Es gehört sich nicht. Okay. Und na, Espio, bitte. Okay. Genau, mach sie alle kaputt. Wir haben ja schon alle volle Level-Ups. Okay, den nur zu erwischen, wird etwas tricky. Behold, Ninja Power! Ninja Power! Ich komm nicht ran. Gut, okay, mach mal anders. Johnny, Walte deines Amtes. Dankeschön. Wenn das der gute Espio nicht hinkriegt, dann aber der gute Charmy. Ja, wir lassen das Fragezeichen natürlich links liegen, weil wir brauchen es nicht. Es ist eh die erste Welt und erste Welt heißt immer nur langweilige Bonuslevel, weil wir nur von Anfang bis zum Ende rennen und so Tüten tun. So, kaputt haut. Und ja. Solange wie wir hier sind und nur so wenige solche kleinen Popelgegner haben, werde ich auch nicht das Team Blast dafür verschwenden. Versteht sich von selbst. Okay. Charmy, bitte. Wenn hier nichts vorangeht. Okay, das kann Vector übernehmen. Mach ihn kaputt. Ach komm, das habe ich schon mal besser gesehen. Genau. Mit explosiven Kaugummi-Kugeln blasen. Geht natürlich viel besser. Okay. Da vorne ruft schon wieder unser Team Blast nach uns. Das ist sehr, sehr gut. Wir haben unser Team Blast voll. Okay. Ich kann es nicht in der Luft aktivieren. Ich muss schon auf festem Boden stehen. Sonst kann ich Team Blast nicht aktivieren. Es fällt mir jetzt zum ersten Mal auf, wenn ich ehrlich sein soll. Okay, brauchen wir noch irgendwie was? Haben wir sie alle erwischt? Haben wir sie alle platt gemacht? Das ist zum Zurückkommen da. Speedtyp? Warum brauchen wir einen Speedtyp? Wir springen mit den Speedtypen hier rein und gucken, was passiert. Okay, alles klar, keine weiteren Fragen. Ja, ja, immer mit der Ruhe, Espio. Also, war das überhaupt Espio? Nee, ich glaube, das war Vector gewesen. Jetzt kann ich die Stimmschuhe nicht mehr auseinanderhalten. Gut, okay. Aber Espio muss alleine hier hoch. Es sei denn, er ist unsichtbar und macht sich dann sichtbar, dann kleben sie alle an ihm. So wie sich das eben gehört. So, mach ihn kaputt. Schnell, Charmy. Juhu. Also ich muss ganz ehrlich sagen, als ich Charmy damals in der Serie das erste Mal gesehen habe, das war die zweite Folge da davon gewesen, von der Sonic X-Serie, da habe ich den echt für einen Marienkäfer oder sowas gehalten, weil das sah irgendwie komisch aus. Das sah nicht aus wie eine Biene von der Perspektive, die ich hier gesehen habe. Ich glaube, da hat er gerade irgendwas numsen wollen. Oh, wir haben Team Blast bekommen. Quasi hinterhergeworfen. Moment. Mach mal den hier, SPO. Und mach mal den hier. Genau, so, da kleben sie wieder alle an ihm. Nur wenn er sich dabei sichtbar macht. Solange er unsichtbar ist, dann macht er halt eben alleine hoch und die anderen, die folgen dann auf magische Art und Weise. Magie. Ja, gut, okay. Na, ich meine, so ein bisschen Ninja-Dasein hat ja auch so ein Hauch von Magie. Ein klitzeklein wenig, aber auch nur. Ach du Scheiße. Okay. Na dann. Hey, es lief doch ganz gut. So weit, so gut. Okay. Wir nehmen das jetzt mal so hin. Ja, das haben wir schon ziemlich viel mal gehört. Okay. Wir biegen mal hier rechts ab. Nun wieder hier links abzubiegen. Okay, wir nehmen mal hier nichts mit, weil... Team Blast!
Schon fast 300 Ringe. Jetzt bringen wir die 300 Ringe auch voll. Ja, ja, mit der Knete haben die es eigentlich. Okay. Okay. Ja, aber die drei halten trotzdem stets zusammen. Und Xiaomi, naja, ist halt eben kleiner Junge, Kinderarbeit. Wie man es nimmt, der hat Spaß auf jeden Fall an seinem Job. Es gibt zwar auch immer mal Arbeiten, die ihm nicht so sehr fetzen, aber er ist mir ein Maskottchen. Gut. Von dem Trio. Er ist in den seltensten Fällen ernsthaft eine Hilfe. Er ist halt eben da, macht so kleine Arbeiten, die man halt eben einem Kind zumuten kann, einem Jungen in seinem Alter. Und ja, ist ganz niedlich. Okay, die letzten vier Gegner müssten jetzt kommen. Und wenn jetzt nicht nochmal vier Gegner kommen und das die letzten beiden sind, müssen wir nochmal von vorne beginnen und gucken, wo der Rest steckt. Nein! Oh, ich glaube, darauf läuft es auch hinaus. Mein kaputt, Vector! Es waren nicht alle. Verdammt. Aber wir sollen jetzt wieder Gegner stehen lassen haben. Also, nochmal von vorne der ganze Spaß, weil er so viel Spaß gemacht hat. Juhu! Was für ein Spaß, was für eine Freude. Die letzten beiden Gegner finden. Suchen wie die Nadel im Heuhaufen. What are Eggman's robots doing in such an industrial city? There's tons of them! Ich glaube, danach kann ich den Part schon wieder beenden. Oder das machen wir am besten gleich, weil es ist ja doch recht gegnerstill hier. Also dann, Leute, ich danke euch erstmal vielmals fürs Zusehen. Im nächsten Part sehen wir erstmal die letzten zwei Roboter, die wir nicht umgeknüppelt haben. Also vielen Dank fürs Zusehen, bis dahin und tschüss, bis zum nächsten Mal.